Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Real Talk Video mit meiner neuen Kamera, und das ist die Canon Legria Mini. Die hat fast jeder YouTuber, der Vlogs macht, und ich habe euch das ja schon, glaube ich, beim 2000 Abonnenten Special gesagt, dass ich jetzt mehr so Real Life Sachen auch bringen will. Das heißt, ich will meinen Channel ein bisschen umstellen, aber FIFA wird natürlich trotzdem kommen. Und das Geniale an dieser Kamera ist einfach, wenn man jetzt hier rangeht, das sind gerade mal 30 cm und man sieht trotzdem mein ganzes Gesicht, und das ist eben extrem praktisch, um solche Vlogs zu machen. Es soll heute aber nicht um die Kamera gehen, sondern einfach um ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, seitdem ich ein bisschen größer geworden bin auf YouTube. Und das sind eben kleine YouTuber, die einen anschreiben und fragen, ob man denn gerne ein Video mit ihnen machen möchte. Und ganz ehrlich, ich würde wirklich mit vielen, aber nicht mit allen, mit vielen würde ich gerne ein Video machen, von denen ich einfach überzeugt bin, dass aus diesen Leuten was werden kann, wenn sie einfach gute Videos machen, wenn sie sympathisch sind. Dann reicht das eigentlich meist schon aus, um ein Video mit ihnen zu machen. Nur leider ist das wirklich zu 90% nicht der Fall. Ich habe auch wirklich schon Videos mit kleineren YouTubern gemacht. Es ist nicht so, dass ich wirklich nur mit größeren YouTubern was mache. Das wäre auch irgendwie nicht fair gegenüber den anderen Leuten, ne? Denn ich finde, kleine YouTuber sind genauso viel wert wie große YouTuber. Das ist einfach so. Die haben einfach nur mehr Abonnenten, die großen YouTuber. Aber kleine YouTuber, die haben Qualität und die brauchen einfach Aufmerksamkeit, damit ihr Kanal wächst. Und das ist auch ziemlich verständlich. Jeder kleine YouTuber, also von jedem YouTuber, ist es das Ziel, natürlich größer zu werden. Sonst würde man das nicht machen. Es macht natürlich auch riesig Spaß, aber wenn nebenbei sozusagen die Abonnenten nicht wachsen würden, wenn man nicht mehr Zuschauer bekommt, wenn man die Videos immer nur für 10 Zuschauer macht, dann ist das auch nicht so angenehm. Und deswegen ist es für jeden kleinen YouTuber etwas Besonderes, mal vor einem größeren Publikum aufzutreten, und das können sie eben auch durch solche Videos schaffen. Ich habe heute einfach 5 Beispiele vorbereitet, bei denen es darum geht, dass mich Leute gefragt haben, ob ich denn ein Video mit ihnen machen möchte, und ich werde euch jetzt einfach mal erklären, wieso ich das nicht machen möchte. Es ist einfach extrem nervig fast, und unter jedem Video liest man einfach: super Video, wäre geil, wenn du mal bei mir vorbeischaust. Ich denke, das kennt ihr auf jeden Fall bei FGU, bei viel FIFA, bei Pros. Das sieht man einfach überall. Dort werden Kommentare geschrieben, wo drin steht: geiles Video, extrem gut gemacht, und die haben sich das Video nicht mal angesehen. Beispielsweise habe ich letztens gesehen, das Video von Pros war 2 Minuten online, und einer hat drunter geschrieben: geiles Video, echt gut gespielt, hast du mal Bock, bei mir vorbeizuschauen? Ganz ehrlich, der Typ hatte 50 Abonnenten. Wieso sollte Pros da vorbeischauen? Oder allgemein, auch wenn er 100.000 Abonnenten hat, Pros würde nie bei so einem Video vorbeischauen, und das ist irgendwie teilweise nur nervig, und es ist fast schon Spam, die Leute da unter diesen Videos betreiben. Und ja, ich habe, wie gesagt, 5 Beispiele vorbereitet, und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum und starten direkt mit dem ersten Beispiel. Ja, und das erste Beispiel ist der Kommentar von Freak FIFA. Ich will diese Leute wirklich nicht runtermachen, ich will sie nicht bloßstellen, also braucht ihr jetzt nicht irgendwie denken, dass diese Leute schlechte YouTuber sind oder unangenehme Personen. Diese Leute wollen einfach nur selbst größer werden, und sie finden eigentlich keine Möglichkeit, es zu schaffen. Und aber ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, die einzige Möglichkeit, um größer zu werden, ist, gute Videos zu machen, täglich abzuladen, und dann wird das von selbst kommen. Es ist wirklich so, seit ein paar Monaten bin ich selbst drauf gekommen, und seitdem fühle ich mich auch viel besser, weil ich die Videos einfach viel lieber mache. Ich mache die Videos, weil sie mir Spaß machen und weil sie vor allem euch Spaß machen, und es freut mich einfach, euch zu unterhalten, ne? Und ja, wirklich für die kleinen YouTuber, die das jetzt sehen, es sind sicher locker 20% meiner Zuschauer. Ich sage euch einfach eins: macht Videos, gebt euch Mühe beim Schnitt, versucht es einfach immer, immer besser zu machen. Also versucht immer bessere Videos zu produzieren, dann werden die Abonnenten auch von selber kommen. Ja, wie gesagt, das erste Beispiel von Freak FIFA. Er schreibt, glaube ich, herzlichen Glückwunsch zu den 2000 Abonnenten, und dann schreibt er noch: vielleicht mal ein Match gegeneinander mit Aufnahme. Ja, was soll das bedeuten? Er will natürlich mehr Abonnenten haben. Das ist aber, wie gesagt, ganz normal als YouTuber. Man braucht einfach die Aufmerksamkeit, beziehungsweise die Leute wollen die Aufmerksamkeit, um eben mehr Abonnenten zu bekommen. Das ist aber auch ziemlich verständlich. Wie gesagt, jeder hat das Recht, größer zu werden. So sage ich das jetzt einfach mal. Aber es ist teilweise einfach nervig. Ich habe es schon vorhin betont. Und ja, was soll ich darauf antworten? Natürlich habe ich geantwortet: danke, weil er mir sozusagen Glück gewünscht hat. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Zu den 2k Abos. Und das freut mich auch, wenn Leute sowas unter meine Videos schreiben. Aber wenn dann danach gleich wieder sowas kommt, dann... ja, das ist irgendwie nervig. Also ich denke, ihr versteht das schon. Und wir schauen uns direkt das zweite Beispiel an. Der nächste Kommentar kommt von Mr. Crame, und er schreibt: gutes Video und herzlichen Glückwunsch zu den 2000 Abonnenten. Hab mal direkt Abo und Like dagelassen. Und wäre nice, wenn du bei mir vorbeischaust, beziehungsweise wäre fresh, ich habe es jetzt nicht genau gelesen. Und dann seine Skype-ID auch noch. Die habe ich jetzt euch extra nicht gezeigt, denn das ist irgendwie... das ist zu persönlich, um euch das jetzt zu zeigen, obwohl es ja eigentlich eh jeder lesen könnte. Trotzdem, ja, was ist einfach daran so komisch? Es ist einfach dieses,
Ja, ich habe dein Abo da gelassen. Lass doch auch ein Abo bei mir da. Ja, ich habe dein Like da gelassen. Lass doch auch ein Like bei mir da. So funktioniert's nicht, Leute. Merkt euch das. Also wirklich, auch um größer zu werden, ist auch eine gute Taktik, einfach Videos mit gleich großen YouTubern zu machen. Wenn du deine Videos immer gut machst, immer mit guter Qualität und eine gute Art hast, einfach sympathisch bist und dich die Leute mögen, dann werden die Abonnenten wirklich von selber kommen, wenn du dir wirklich Mühe bei deinen Videos gibst. Und dann machst du einfach mit einem YouTuber, wenn du, sagen wir mal, 50 Abonnenten hast, machst du mit einem YouTuber, der circa 50 Abonnenten hat, der kann natürlich auch mehr oder weniger haben. Er sollte einfach sympathisch sein, du solltest dich mit ihm verstehen und dann wird das Video auch an sich ganz gut werden. Und ja, dann schauen eben die Leute von dem anderen YouTuber bei dir vorbei und wenn du eben gute Videos machst, dann werden sie dich auch abonnieren. Und ja, das ist auf jeden Fall eine bessere Methode als reinzuschreiben, ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, Abo gegen Abo, Like gegen Like, so wird es einfach nicht funktionieren. Den nächsten Kommentar muss ich mir erstmal genau durchlesen, denn ich denke, dass da auch ein paar Rechtschreibfehler dabei sind. Also, wie ich schon gesagt habe, ich biete dir ein Wager-Match an über die Höhe der Coins. Für den Gewinner können wir ja noch reden und das wäre cool, weil ich habe erst 15 Abos. Antworte bitte schnell. Es ist so eine Sache, der Typ hat nicht mal ein Profilbild. Und es tut mir leid, aber wenn man kein Profilbild hat, dann... Ja, das ist so eine Sache, das ist auch schon... Da sieht man, dass sich der nicht wirklich viel Mühe gibt. Also vielleicht gibt er sich Mühe, ich weiß es nicht genau, aber... Ein Profilbild sollte man auf jeden Fall schon haben, denn sonst wird es auf jeden Fall nichts werden. Das ist jetzt wirklich keine Beleidigung gegen diese Leute, aber... Ja, auf jeden Fall... Es ist einfach nicht für mich zahlt sich das auch nicht aus. Das müsst ihr verstehen, wenn ich mit einem ein Video mache, der 15 Abonnenten hat. Das mache ich mit Leuten, die ich kenne, mit Freunden und so. Wenn die einen YouTube-Kanal eröffnen, dann kann man die ruhig ein bisschen unterstützen. Wieso denn auch nicht? Wenn sie gute Videos machen wollen und die dann auch machen, dann ist das nicht schlecht. Aber ich habe bei seinem Channel vorbeigeschaut und das war einfach nicht die Qualität, die ich mir erwartet habe. Beziehungsweise ich habe mir keine hohe Qualität erwartet. Ich bin so ehrlich und sage das auch. Aber es war einfach die Qualität. Die Qualität war einfach unter dem Niveau, bei dem ich ein Video machen würde. Also unterm Strich war es einfach nicht genug, das muss ich so sagen. Und deswegen habe ich dann im Endeffekt auch kein Video mit ihm gemacht. So einfach ist das, also wenn ihr gute Videos macht und die Qualität gut ist. Ihr braucht nur ein Intro, einen guten Schnitt und vielleicht ein bisschen was cooles Gerede oder so. Dann wird das auch funktionieren und dann werde ich vielleicht auch ein Video mit euch machen. Die Zeit ist natürlich auch eine andere Sache. Das heißt, ich habe auch nicht immer Zeit. Ich denke, ihr kennt das auch, wenn ihr in die Schule geht, kommt abends heim, seid extrem müde und dann muss ich auch noch dreimal in der Woche zum Training und dann habe ich auch noch Match am Wochenende und dann kommen noch Lernsachen dazu. Das heißt, man muss für Schularbeiten lernen, beziehungsweise in Deutschland heißt es, glaube ich, Klausuren oder Arbeiten. Ja, so ist das eben im Leben und deswegen habe ich auch teilweise nicht allzu oft Zeit. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht so oft mit kleineren YouTubern Videos mache. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Grund, wieso ich es nicht mache. Wenn mich die Leute so anschreiben, ja, würde mich freuen, wenn und Pinkslips und Wager Match und ich biete dir das an. Und wenn sie dann angefressen sind, dass ich kein Video mit ihnen mache, dann ist das wirklich nicht meine Schuld. Ja, und beim nächsten Beispiel haben wir wieder so einen typischen YouTuber dabei, der einfach unter jedem Video dasselbe schreibt. Der hat reingeschrieben, Trading-Tipp war richtig nice oder so irgendwie und die Teile davor haben mir auch gut gefallen. Wenn er nur das schreiben würde, würde ich mich extrem freuen und würde ihm einen Daumen hoch geben und Danke schreiben. Da würde er sich vielleicht auch freuen und dann hätte man auf jeden Fall schon mal einen Kontakt aufgebaut, wenn man das so sagen kann. Aber darunter schreibt er dann, ja, habt ihr ein Abo da gelassen, wäre nice, wenn du bei mir vorbeischaust. Und das ist einfach dieses ewige Gelaber. Es ist einfach immer wieder dasselbe und das sehe ich nicht nur bei mir unter den Videos logischerweise. Das schreibt er dann wirklich unter so viele Videos. Hellsnake, FIFA, jetzt nichts gegen dich. Es ist wirklich nichts gegen dich, denn das ist bei so vielen anderen Leuten genau dasselbe. Und ganz ehrlich, ich habe das früher auch gemacht, aber weil ich einfach ein bisschen verzweifelt war, weil es nicht wirklich bergauf gegangen ist. Und irgendwann hatte ich dann einfach den Moment, da habe ich glaube ich 208 Abonnenten gehabt. Das sage ich auch immer wieder meinen Freunden, das ist einfach extrem, weiß ich nicht, interessant für mich selber. Ich hatte 208 Abonnenten, bin zu Hause gesessen, habe einfach gezockt, keine Ahnung was das war, Samstagvormittag oder so. Und dann schaue ich auf mein Handy und auf einmal waren es 210 Abonnenten. Und es war einfach immer so, dass ich wirklich keine Abonnenten dazu bekommen habe. Ich habe immer nur Abonnenten bekommen, wenn ich mit Leuten Videos gemacht habe, so wollte ich das sagen. Oder wenn ich
wenn ich zum Beispiel einem Freund gesagt habe, ja, kannst du den abonnieren, bla bla bla. Und irgendwie bin ich dann, glaube ich, auf 200 Abonnenten gekommen, 208 um genau zu sein, und habe dann eben im Endeffekt die 210 Abonnenten erreicht. Und das war eben so der Moment, oha, es geht ja auch ohne sowas. Also es geht auch ohne unter jedem Video das drunter schreiben, ohne mit anderen YouTuber Videos zu machen, obwohl das nicht schlecht ist. Natürlich mit Videos mit anderen YouTubern ist eine richtig coole Sache, auch für den Zuschauer natürlich. Aber es geht auch ohne, das heißt, es geht auch nur mit deinen Videos, ohne wirklich viel Werbung zu betreiben. Und das war eben der Moment, wo ich mehr oder weniger aufgewacht bin. Da hat es Klick in meinem Kopf gemacht und dann habe ich sozusagen bemerkt, ja, so geht's eigentlich. Du musst deine Videos mit guter Qualität machen, du musst dir Mühe geben und du musst schauen, dass du eine gute Beziehung zu deinen Abonnenten hast. Und dann geht das auch wirklich von selbst. Ich wollte das einfach gerade nur machen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, aber jeder Vlogger macht das so, obwohl das gar kein Vlog ist. Ich wollte nur die neue Kamera verwenden, ja, ja, egal, ich rede jetzt nicht so viel Blödsinn, sondern der Gaming Duo TV hat unter mein Video geschrieben. Glückwunsch zu den 2K, hast du, hast du Lust bei einem Fatal-Turnier der deutschen Community mitzumachen? Es nehmen 128 YouTuber aus 8 verschiedenen Nationen teil. Das schreibt Gaming Duo TV. Ich glaube nicht, dass du der Organisator von Fatal bist, wenn ich ehrlich bin. Ohne Beistrich, ohne Punkt, ohne irgendein Smiley dazu zu schreiben. Das ist einfach so eine Sache, das muntert das Ganze viel mehr auf, wenn du einfach ein Smiley da hinten ranhängst. Auf jeden Fall macht er das einfach, er will einfach sozusagen YouTuber finden und seinen Kanal dadurch größer machen. Und das ist einfach nicht die Art, wie man es machen sollte. Und ganz ehrlich, diesen YouTuber, den habe ich unter FIFA for Fun gesehen, unter FIFA Active und unter vielen weiteren YouTubern zu 100%. Ich glaube, F8 FIFA war auch dabei, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall auch unter größeren YouTubern. Er hat einfach diesen Text, macht Copy and Paste und kopiert ihn einfach unter jedes Video rein. Wahrscheinlich landet er eh schon bei vielen YouTubern im Spam-Ordner und die bemerken das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist sowas nervig, weil wenn ich ja sagen würde, was würde passieren? Es würde einfach ein ewiger Chatverlauf passieren, in dem einfach nie etwas rauskommen würde, denn dieses Turnier findet nie statt. Und es ist einfach extrem nervig für mich, das unter jedem Video zu lesen. Irgendwann mal habe ich dann geschrieben, nein, im Moment leider nicht. Ist ja eine ganz normale Antwort und das müsste er teilweise ja akzeptieren und, also teilweise, was heißt teilweise, er müsste es akzeptieren, Punkt, und dann hat er unter die nächsten 3 Videos genau dasselbe wieder reingeschrieben. Er fragt mich was, ich antworte und er schreibt einfach wieder dasselbe rein und das ist einfach nicht okay. Ja, Freunde, und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht hat euch ja dieses Real Talk Prinzip gefallen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Falls es euch nicht so gut gefallen hat, müsst ihr jetzt nicht unbedingt ein Dislike geben. Aber ich werde es sowieso sehen. Ich weiß ungefähr, wie viele Daumen nach oben Durchschnitt sind. Und wenn das wirklich zu sehr unterm Durchschnitt ist, dann werde ich das nicht allzu häufig bringen. Nebenbei werde ich das natürlich auch ein paar Mal bringen, wenn es interessante Themen wie diese gibt. Und ja, dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich freue mich natürlich, dass ich die neue Kamera hier verwenden kann. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.